Ja, hi, also wir sind Dialektor, wie schon gesagt, und wir haben uns hier zur Aufgabe gemacht, einen Dialekt zu erkennen. Und an welchen Dialekt denkt man als erstes, wenn man an Deutsch denkt? Natürlich den Bayerer Dialekt. Und dementsprechend haben wir dieses Wochenende eine Anwendung entwickelt, die den bayerischen Dialekt erkennen kann und einen warnt, wenn man zum Beispiel in einem Teamspeak-Server oder ähnlichem anfängt, bayerisch zu reden, man sollte doch mal bitte wieder Hochdeutsch reden. So. So, hierzu ein paar kleine Fakten. Wir haben unser Programm mit ganz viel Audiodateien trainiert, die wir von unterschiedlichen Podcasts gesammelt haben. Wir haben insgesamt über 30 Stunden High-Quality Schweizerdeutsch gesammelt. Das Problem mit bayerischen Audiodaten ist, es gibt... Mikrofon in den Mund, ja. Es gibt wenig bayerische Audio-Samples, die man benutzen kann, die öffentlich zugänglich sind. Und deshalb haben wir uns entschlossen, mit Schweizerdeutsch zu arbeiten. Das ist auch sehr leicht zu erkennen und es gibt sehr viele Podcasts in dem Bereich. Insgesamt haben wir über 20 GB an Daten gesammelt, die wir verarbeitet haben. Wir haben zuerst den Ansatz genommen, eine Machine Learning-Anwendung in Accord.net zu entwickeln. Das haben wir sehr schnell wieder verworfen, leider erst heute Nacht, weil... Ich gebe es dir. Da wir gemerkt haben, Accord.net und Machine Learning, das ist gar nicht so geil eigentlich. Also das Problem mit der Framework war grundlegend. Wir hatten, der liebe David hat uns einen Server zur Verfügung gestellt mit zwei Grafikkarten, einer 1080 Ti und einer Titan X. Aber dann haben wir so viel zu spät gemerkt, oh, Accord.net kann kein GPU-accelerated Learning. Und sie kann nur auf einer CPU-Kern arbeiten. Und das ist halt so relativ doof, wenn man eine Maschine mit zwei Grafikkarten hat. Und dann haben wir uns heute so gegen 1 Uhr entschieden, mal das komplette Projekt nochmal neu anzufangen und in TensorFlow neu zu implementieren. Dann hat der liebe Levi sich hingesetzt und innerhalb von 4 oder 5 Stunden, wir hatten 2 Stunden Schlaf, das komplette Projekt neu zu implementieren. Was dann auch super geklappt hat. Also wir haben jetzt ein Model, das trainiert ist auf Schweizerdeutsch und dann haben wir noch ein Model, das trainiert ist auf Hochdeutsch. Für Hochdeutsch hatten wir die Datenquelle YouTube. Deutsch lernen, also Learn German by Hearing. Und das waren halt jetzt so 10 Stunden Deutsch, Hochdeutsch. So, für alle Machine Learning Enthusiasten, die es interessiert, haben wir hier ein paar ganz kleine Fakten. Also wir haben unsere Audiodateien in je 10 Sekunden aufgeteilt, schieben die ganzen Dateien am Ende in ein Deep Belief LSTM RNN. Vorher verarbeiten wir die Audiodateien mit dem sogenannten Mean Frequency Capsule Coefficiency und dann am Ende unsere schönen Daten rauszuziehen und zu entscheiden, ob das Ganze bayerisch ist oder eben nicht. Das Ganze funktioniert erstaunlich gut, der sogenannte F1-Wert. Wir haben eine Erfolgswahrscheinlichkeit von ungefähr 70% bis fast 80%. Bei perfekten Hochqualitätsaufnahmen aus Studios. Ja, und dann habe ich vorhin, als die Präsentation angefangen haben, so gedacht, lass uns doch auch ein Webfrontend dafür bauen. Und wir sind tatsächlich fertig geworden. Also wir haben jetzt eine funktionierende Demo, hoffentlich. Das ist immer das risikoreichste Ding, das man bei einer Jugend-Tech-Präsi tun kann. Und wir bräuchten jetzt einen Freiwilligen aus dem Publikum, der bayerisch sprechen kann. Das wäre ziemlich toll. Er ist die echte bayerische Datei. Ja, also wir können das vorerst zeigen anhand einer bayerischen Testdatei, die wir haben. Und da zeigen wir euch mal, wie das so aussieht. So, wir haben jetzt, wie ja schon gesagt, in den letzten paar Stunden uns da rangesetzt und einfach mal, beziehungsweise Daniel hat sich da rangesetzt. Massiv abgestürzt. Betroffen sind laut der Handelszeitung auch viele Schweizer Anleger. Laut der Wirtschaftszeitung haben Schweizer Anleger mit der VW-Aktie über 150 Millionen. So, das waren jetzt die 10. Das waren jetzt die 10 Sekunden hochqualitätes bayerisches Deutsch und beziehungsweise Schweizerdeutsch. Und jetzt müssen wir hier oder dürfen wir hier auf der Bühne begrüßen, um hier live Schweizerdeutsch einzusprechen und hoffen, dass es auch funktioniert. Ich kann aber nur bayerisch. Ein
wird schon schief gehen. Auch nur ein bisschen. Also insofern, wenn es schief geht, dann ist das nachher alleine mein nicht so richtig Bayerisch sprechen können. Kannst du hierher kommen? Okay, kommen wir mal zum Laptop. Einfach da so vorne reinsprechen. Und es geht los. Keine gute Idee, ja? Lass uns das doch nochmal probieren. Mute mal dein Audio. So. Sorry. So. So, jetzt nochmal. Ja, ich sehe die Maus nicht so. Super. Okay, los geht's, oder? Ja. Na, ein herzliches Servus und dann nachher würde ich sagen, dass Jugendtakt ist das Leiwandste, was ich mir vorstellen kann. Na, okay? Und ich glaube, ich sollte reden über Finanzen, aber da ist mein Bayerisch ganz verkehrt. Reicht das schon oder soll ich nur weiter schwatzen? So, und jetzt schauen wir mal. So, jetzt wird das Ganze unseren Server geschickt, der analysiert das jetzt hier im Hintergrund und unser Bayerometer wird gleich ausschlagen und uns sagen, wie viel Bayerisch denn da drin war und wir hoffen, dass die Live-Demo funktioniert. Ja. Ah, leider. Super. Und für alle, die den Code interessiert oder die einfach mal gucken wollen, was wir so gemacht haben, die contributen wollen, hier fühlt euch frei zu werkeln und zu verändern, wie ihr lustig seid. Genau, bitbucket.org/dialektor/. Herzlichen Dank.